Also wenn jemand unter dem Einfluss von Tilidin steht, ist das eine Waffe, die vor dir steht. Das ist brutal. Ja, wir hatten den Fall gehabt, ich habe noch an der Tür gearbeitet, also an Diskotheken. Wir haben drei, vier Leute versucht, einen festzuhalten. Es hat nichts gebracht. Illegal ist der Besitz von Tilidin in Tropfenform bis dato nicht. Um die Beschaffung mit gefälschten Rezepten aber zu unterbinden, wird Tilidin ab dem 1. Januar unter das Betäubungsmittelgesetz gestellt. Tilidin in flüssiger Form war bisher ein Arzneimittel, dessen Besitz nicht strafbar war, auch wenn es illegal erworben wurde. Strafbar war bisher lediglich der Handel. Insofern können wir keine statistischen Angaben zu den Konsumenten und Zeugen treffen. Der Sozialarbeiter Jürgen Schaffranek kann zu den Konsumenten von Tilidin genauere Angaben machen. War es am Anfang noch so, dass die öffentliche Szene eigentlich so überwiegend aus Jugendlichen mit Migrationshintergrund bestand, hat sich das völlig verändert. In der Zwischenzeit ist eigentlich sowohl was die ethnische Durchmischung, die Altersdurchmischung als auch die Geschlechter, also der Gender angeht, eigentlich keine großen Unterschiede mehr. Also die Jugendlichen nehmen es nicht, weil sie Schmerzen haben, sondern sie nehmen sie, um sie gar nicht zu bekommen. Und das ist erstmal so ein Traum, ein Wunsch vieler junger Männer, unverwundbar zu sein. Obwohl Tilidinbesitz nicht illegal ist, birgt dieses Medikament doch ein hohes Gewalt- und Kriminalitätspotenzial. Ein Märchen ist, dass die Leute davon aggressiv werden. Quatsch. Es gibt kein Opiat, was aggressiv macht. Der Entzug davon, also in dem Moment, wo sozusagen das Abfluten stattfindet, da fängt es dann an, wo die Leute aggressiv werden. Die Verfolgung von Rezeptfälschern stellt die Polizei vor Probleme. Die Aufnahme von Tilidin in das BTMG ab dem 1. Januar zeigt aber offenbar bereits Wirkung. Wir können letztendlich dieses Delikt auch nur einordnen über die Beschaffungskriminalität. Und die läuft über die Fälschung von Rezepten. Das sind Urkundenfälschungen oder Betrugstaten zu Nachteil der Krankenkasse. Das waren so Zahlen pro Jahr um die 2200. In den letzten anderthalb Jahren haben wir rückläufige Zahlen. Ob das schon eine Resonanz ist auf die anstehende Gesetzesänderung, das wissen wir nicht, ob möglicherweise hier ein Umstieg stattfindet. Trotz der positiven Tendenz sollten Apotheken das Thema keinesfalls unterschätzen. Doch es gibt offenbar vereinzelt auch schwarze Schafe unter der Apothekerschaft. Es ist möglich, dass Tilidin halt auch unterm Ladentisch von Apotheken und Apothekerinnen halt irgendwie abgegeben wird. Das wissen wir, dass es einige gibt. Unterschiedliche Gründe, warum. Zum einen natürlich Geschäftstüchtigkeit, wenn man es mal vorsichtig formulieren will. Auf der anderen Seite eben teilweise eben auch, weil Apotheken und Apotheker erpresst werden, ja, also mit sehr heftigen Drohungen. Also die Motive dafür sind unterschiedlich, aber wir wissen, dass es auch Apotheken gibt, die es abgeben. Um die Arbeit der Polizei zu erleichtern und den illegalen Zugang zu erschweren, gilt Tilidin in Tropfenform ab dem 1. Januar 2013 als Betäubungsmittel. Die Polizei hat konkrete Erwartungen an die Aufnahme in das BTMG. Na, zumindest gehen wir davon aus, dass die Delikte der Rezeptfälschung abnehmen werden, ganz stark, was Tilidin betrifft. Ein Betäubungsmittel, das verschrieben werden kann, unterliegt anderen Formvorschriften als ein normales Arzneimittel. Das heißt, das Verschreibungsverfahren ist umfangreicher und fälschungssicherer, sodass BTM-Rezepte in der Regel nicht gefälscht werden, sodass wir zumindest die Beschaffungskriminalität hier erstmal eindämmen. Also wenn Tilidin zum 1. Januar 2013 und das Betäubungsmittelgesetz fällt und damit strafrechtlich verfolgt wird, dann werden wir das beobachten, was wir bei anderen illegalen Substanzen ja auch haben. Eine erhebliche Zunahme der Beschaffungskriminalität, eine erhebliche Verunreinigung des Stoffes natürlich, weil die Gewinnmargen sind sozusagen sehr, sehr viel größer dann. Alles, was illegal ist, hat immer die Potenz halt eben entsprechend profitabler zu werden auf dem Schwarzmarkt. Und wir werden eben alles das, was wir bei anderen illegalen Substanzen auch haben, die ganze Begleitkriminalität, also Beschaffungskriminalität wird zunehmen, die Gewalt in der Szene wird noch zunehmen und so weiter und so fort.